Der Gelsenkirchener Stadtteil Horst ist seit 5 Jahren das Zuhause von Hartz-IV-Empfänger Dieter. Die Miete für die Zwei-Zimmer-Wohnung übernimmt das Jobcenter. Ich bin gerade hier in meiner Küche. Wie man sieht, bin ich Schalke-Fan durch und durch. Sieht man auch in der Vitrine, habe ich auch so ein paar Sachen schon angesammelt. Kommt immer wieder was dabei. Und es wird nicht weniger. Dieter fällt schwer, sich von Gegenständen zu trennen und Ordnung zu halten. Der gebürtige Aachener hat schwere Zeiten hinter sich und kann den Auslöser für das Chaos in seiner Wohnung klar benennen. Ich habe mich so gehen lassen, weil ich vor circa ein Jahr arbeitslos geworden bin. Und da bin ich in ein tiefes Loch gefallen, wo ich schon gesagt habe, mir ist jetzt erstmal alles egal. Und dann häufte sich auch mal irgendwie so ein bisschen, ja, da liegt jetzt eine Dose, die tue ich morgen weg. Am nächsten Tag siehst du immer noch die Dose, ist aber schon die zweite dazugekommen. Und dann sagst du, ja, mach ich die Tage irgendwann weg. Und irgendwann waren es dann schon mit 2 Dosen, sondern 10 Dosen. Zeitung war auf dem Boden, weil man sie nicht weggetan hat. Und sammelte sich dann irgendwie immer alles an. Die schlimmste Phase hat der 44-Jährige mittlerweile hinter sich gelassen. Er will sein Leben wieder in den Griff bekommen. Bald ist auch der Küchentisch dran. Da muss noch ein bisschen aufgeräumt werden. Ist das nächste Projekt, was ich angehe, den auf jeden Fall komplett aufzuräumen. Dass man sich auch da dran setzen kann und dann auch hier essen kann. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Und jetzt kommen wir im riesengroßen Wohnzimmer-Schlafzimmer-Bereich, weil es ist leider ein großer Raum. Also was heißt ja leider? Manchmal ist es gut so. Auch hier wartet auf Dieter noch viel Arbeit, um wieder geordnete Wohnverhältnisse zu haben. Hier habe ich ein schönes Boxspringbett, was ich geschenkt bekommen habe. Dann der Balou hat seinen schönen Kratzbaum da. Dann habe ich hier den Chaos-Schreibtisch. Ja. Da ist mein PC, da sind 2 Monitore. Da ist mein Fernseher. Ja, und wie man sieht, also ich lese eigentlich doch schon regelmäßig. Sowas wie hier zum Beispiel John Sinclair. Also ich gucke keine Horrorfilme, aber warum jetzt John Sinclair ist ja eigentlich der Geisterjäger. Ja, aber da muss ich mir die Monster selbst vorstellen und dann stelle ich mir die nicht so schlimm vor, wie sie normalerweise vielleicht sein würden. Ja, ich lese auf jeden Fall gerne, weil es lässt mich ein bisschen vom Alltag auch abschalten, in einer Fantasiewelt einzutauchen und einfach mal, jeder hat Sorgen, auch mal die Sorgen einfach mal vergessen. Aber wenig Geld zu haben und sich nichts leisten zu können, kann man nicht so einfach vergessen. So langsam kommt hier das, ja, immer näher. Die Decke kommt immer näher. Ich kann nicht großartig rausgehen. Ich kann nicht mal am Wochenende sagen, so, ich gehe jetzt mal zum Beispiel auf Schalke, mir eine Karte holen, weil das Geld nicht da ist. Ich kann nicht einfach mal sagen, so, ich gehe jetzt mal chinesisch essen, zum Beispiel. Oder ich gehe jetzt mal im Kino. Dem Hartz-IV-Empfänger bleiben nach Abzug aller Fixkosten im Monat nur 300 Euro zum Leben. Hobbys hat Dieter trotzdem schon immer. Ich habe früher Michael Jackson sogar nachgetanzt. Das habe ich ca. 10 Jahre gemacht. Ich habe mir selbst die Tanzschritte beigebracht. Und ja, sei es jetzt mal ein bisschen mich über das Wasser gehalten, ein bisschen Spaß gehabt. Ich habe einfach nur Spaß am Tanzen auch gehabt. Es hat einen befreit. Genauso wie jetzt zum Beispiel das Lesen. Ja, es befreit einen. Man kann schön abschalten und so. Und auch beim Tanzen kann man abschalten. Jetzt bist du außer Atem? Ja, ein bisschen. Wie schon gesagt, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Also daher, dann, wenn man es nicht mehr regelmäßig macht, ja, geht schon an die Pumpe dann. Aber trotzdem, es macht immer noch Spaß. Auch wenn der 44-Jährige langsam wieder neuen Lebensmut fasst, ebenso wehmütig schaut er auch manchmal zurück. Sein letzter Job hat Dieter nicht nur finanzielle Sicherheit gegeben, sondern ihn auch erfüllt. Am Mai bin ich arbeitslos geworden. Die Arbeit hat mir richtig Spaß gemacht, sag ich erst mal, mit Kunden in Kontakt zu sein, die Pakete abzugeben. Es ist wie ein täglicher Weihnachtsmann. Die Leute wissen, dass man was bestellt hat und jeder Mensch freut sich, wenn dann ein Paket ankommt. Lange hat Dieter seinem Job als Paketzusteller hinterher getrauert und sich komplett zurückgezogen. Kater Balou ist immer an seiner Seite. Mittlerweile knüpft der Hartz-IV-Empfänger aber auch wieder neue Freundschaften. Übers Internet.
Ich bräuchte einen Tritt im Hintern, beziehungsweise eine Person, die mal sagt, hör mal, Dieter, du musst jetzt mal eigentlich mal was machen. Weil das ist eben, ja, so bin ich eben. Wenn ich hier alleine bin, sage ich, brauche ich nicht momentan, so ein Wochenende reicht das. Aber wenn jemand hier wäre, der mir dann in den Hintern tritt, ja doch, ich glaube, das würde helfen. Dieter will die Kontrolle über sein Leben zurückgewinnen. Und selbst mit kleinen Schritten kann dieses Ziel irgendwann erreicht werden. In Gelsenkirchen-Horst hat Hartz-IV-Empfänger Dieter mittlerweile Besuch. Er will das Mittagessen gemeinsam mit seiner besten Freundin Rena zubereiten. Die 30-Jährige lebt ebenfalls von staatlicher Unterstützung. Machen wir geschwätzeltes und Reis. Ja. Ich stehe mit Dieter in Verbindung seit knapp 3 Jahren. Der Dieter ist einer meiner besten Freunde. Wir haben uns in der Dekra kennengelernt. Irgendwann kam der Dieter dann zwischendrin rein, hat sich zu mir hingesetzt, hat mit mir geredet gehabt. Und seitdem sind wir eigentlich wie Arsch auf Eimer. Kochen zusammen macht sowieso mehr Spaß. Ich mache eine Ausbildung, die ich vom Jobcenter bezahlt bekomme, als Berufskraftfahrer. Und Berufskraftfahrer wird eben sehr viel gesucht. Und das mache ich momentan und sehr erfolgreich. Ich habe bis jetzt jede Prüfung, die anstand, auf jeden Fall schon mal bestanden. Kannst du mir mal da vorne das Salz geben, da vorne im Regal rechts? Rena hilft Dieter aber nicht nur in der Küche. Sie unterstützt ihn auch regelmäßig beim Lernen für anstehende Prüfungen. Das da? Oder soll ich ihn anders geben? Das reicht, ne, oder? Spül das mal bitte einmal nur ab. Wieder ganz gut. Andere Seite. Ist besser. Ich glaub, die waren in die Spülmaschine. Ich kann ihn nur versuchen zu unterstützen. Es ist für mich sehr, sehr schmutzig. Klar, ich bin zwar auch nicht so die Reinigste, ich muss auch nicht meine Wohnung klinisch rein haben, aber eine Grundreine sollte schon in einer Küche herrschen. Es ist schlimm teilweise, ja. Dem 44-Jährigen fehlte bislang der Antrieb, seine Wohnung aufzuräumen und sauber zu halten. Du musst dich so wohl fühlen, ich versuche dir nur unter die Arme zu greifen, was du im Endeffekt daraus machst. Ich bleib dir überlassen, ob du weiterhin deine Ordnung haben möchtest oder deine Unordnung. Na, das halt, ich bin auch dankbar dafür, definitiv. Auch selbst wenn du kaputt bist oder müde bist und dass du wenigstens mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht, weiß ich nicht, Küche machst, Boden wischt, ja, so wie Wäsche anmachst. Ja, oder so wie gestern, was ich ja gesagt habe, ich habe die Küche dann noch auf Vordermann gebracht und in der Zeit lief die Waschmaschine und der Trockner. Kritik, aber auch Verständnis von der besten Freundin. Für Dieter ist das eine große Hilfe. Du musst das Fleisch da wieder rein oder willst du das separat machen? Oder? Das kommt hier gleich noch mit rein? Nein, ich wollte dann nachher zum Essen oder so, willst du direkt auf den Teller machen. Sonst musst du den Tisch aufräumen, wenn wir das hinstellen, damit wir uns so bedienen können. Ja, okay, dann muss ich den Tisch aufräumen. Oder ich versuch's. Darfst du dein Handy wegwerfen? Mein Handy wegwerfen? Nein, aber wegtun darfst du es gerne. So, jetzt ist wieder alles fertig. Guck mal. Was denn? Einmal abspülen. Oh. Bitte. Wo bist du? Ja, ich bin penibel. Du machst nur noch nie. Auch wenn Rena streng ist, Dieter will sie nicht mehr missen. Geh du vor, ich folge dir unauffällig. Unauffällig? Hoffentlich sieht aber du nicht, dass du mich unauffällig folgst. Hauptsache, durch Pfanne hält das aus, weil die fühlt sich nicht sehr stabil an. Die hält das aus, ja. Wunderbar. Geht das so? Willst du gebügelte Wäsche haben? Kannst du dir welche unter meinen Hintern legen? Gerne. Haben wir gut zusammen gemacht. Ich zuerst. Du bist Gast. Seit wann bin ich Gast? Jetzt bist du so wenig, wie du hier bist. Ja, ich bin ja bei euch eigentlich nur die ganze Zeit. Ja, ich bin ja schon bei euch lebendes Inventar. Bin trotzdem kein Gast. Aber ist gut. Ja, ich bin froh, dass du meine beste Freundin bist, echt. Aber was meinst du, was hättest du gemacht, wenn du mich nicht kennengelernt hättest? Das ist eine gute Frage. Ich
glaube, eher zugrunde gegangen wäre. Meinst du? Ich glaube schon, ja. Oder hättest du, meinst du nicht, dass du ja, eventuell... Irgendwann wäre vielleicht der Kick gewesen, wo ich gesagt hätte, boah, es muss was gemacht werden. Jetzt habe ich nur eine Kleinigkeit gemacht. Obwohl, wo wir hier aufgeräumt haben, da hast du auch gesehen, also ich kann auch anfangen. Ich habe ja nicht nur da irgendwo rumgesessen und gesagt, ja, mach mal, ich guck mal zu. Ne? Habt ihr auch Anweisungen gegeben, damit wir uns nicht gegenseitig auf die Füße rumtreten? Dieter braucht im Allgemeinen Unterstützung. Weil ich bin offen und ehrlich zu ihm, auch was seine Wohnung angeht, was seinen Lebensstil angeht. Aber ob er meine Tipps annimmt oder nicht, das liegt natürlich dann in seinen eigenen Ermessen, ob er da was ändern möchte oder nicht. Nach dem Mittagessen will Dieter aus Gelsenkirchen-Horst für die Umschulung zum Berufskraftfahrer lernen. Auch hierbei hilft ihm seine beste Freundin Rena. Soll ich wirklich mal nachgucken, wie viele Fehler du da drin hast? Ja, also wie ich schon gesagt habe, jetzt die anderen nicht mehr gemacht. Ich muss mal gucken, manche sind jetzt noch gemacht. Ich habe zwar den Pkw-Führerschein Klasse 3, das heißt 7,5 Tonnen bin ich schon gefahren, aber jetzt kommen natürlich ganz höhere Dimensionen, das heißt 20 Tonnen, 40 Tonnen. Es kommt sehr, sehr viel Neues da auf mich zu, aber ich bin für neue Sachen noch offen. Ich bin erst 44 und ich lerne auch sehr, sehr gerne. Also deswegen, ne, also es ist schwer, ganz klar. Keiner hat gesagt, dass es leicht ist. Ja, aber später, wenn ich es dann habe, dann bin ich froh und dann geht es auf jeden Fall bergauf. Ja, das sind ungefähr 1000 Fragen, wenn man alle zusammen nimmt. Nee, bei dem waren wir durch, bin ich mir ziemlich sicher. Ruhezeiten, wie viele reduzierte tägliche Ruhezeiten, in Klammern mindestens 9 Stunden, dürfen Sie zwischen 2 wöchentlichen Ruhezeiten maximal haben? Genau, haben wir heute durchgenommen, maximal 3. Wie viele Kalendertage dürfen Sie maximal ohne Karte weiterfahren? 15. Mhm. Du hast angegeben, ohne Fahrerkarte darf man nicht weiterfahren. Die beiden Hartz-IV-Empfänger haben sich vor 3 Jahren bei einer Maßnahme vom Jobcenter kennengelernt. Der Kurs half ihnen damals, Bewerbungen zu schreiben. Für Dieters bevorstehende Theorieprüfung übt Rena regelmäßig mit ihm. Als Lkw-Fahrer könnte der 44-Jährige mit einem Einstiegsgehalt von knapp 2000 Euro brutto im Monat rechnen. Sind beides richtig? Oh Gott. Gut. 55C. Gut aufgepasst. Unterricht. Oh, nee. 56D. Also Dieter braucht definitiv Unterstützung. Oftmals muss ich ihn dann wirklich in den Hintern treten. Dass er dann auch mal sagt, komm, oder ich sag, komm, vorbei, wir machen da wenigstens ein bisschen was. Es funktioniert zwar nicht immer, aber sehr oft schon. So, B und D. Ja, richtig. Also richtig. Die 30-Jährige hat mit Dieter in den letzten Jahren alles durchlebt. Hartz IV, Zeitarbeit und auch seine Kündigung nach nur einem Monat als Paketzusteller. Rena hofft, dass ihr bester Freund bald endlich nicht mehr auf das Jobcenter angewiesen ist.